Guten Abend für euch alle heute am Dienstag, den Montag haben wir mal übersprungen, am Dienstag, dem 22.11.2022. Eine schöne Kombination. 22.11.2022. Ja. Am Ende dieses Dienstags, heute hatten wir die ersten beiden Kindervorstellungen von Die Schöne und das Biest um 9 und um 11 Vormittag. Also das war schon, obwohl es ging. Ach komm, es ging. Ich musste relativ früh losfahren, aber dann war dann so 7:50 Uhr in der Maske gesetzt. Dann ist man dann irgendwann natürlich auch um 9 munter. Und die Kinder fanden es gut. Und das ist ja die Hauptsache. Gestern schon oder auch schon ein paar Tage vorher wollte ich die ganze Zeit schon unbedingt was von Sergei Jesenin einsprechen. Den mag ich ja sehr. Den alten Russen. Den alten Russen. Ja, alt ist er nicht geworden, 30 Jahre. 95, 1895 bis 1925. Und also kennengelernt habe ich den in einem Buch, da geht es um eine Schulklasse, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das Buch heißt Und morgen war Krieg, spielt also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Schulklasse, eine 9. Klasse, wird dann, ja, also die meisten ziehen in den Krieg, weil sie natürlich kämpfen wollen für ihr Land. Und die wenigsten bleiben übrig, der Erzähler und noch zwei, drei andere. Und Sergei Jesenin spielt eine große Rolle, denn sie zitieren immer ein berühmtes Gedicht von ihm, Leb wohl, mein Freund, auf Wiedersehen. Das habe ich hier schon eingelesen. Das gibt es also heute nicht. Und ich habe ein bisschen gesucht und wahrscheinlich ist deshalb der Montag dann auch durchgerutscht im Suchen oder darüber nachdenken. Und er hat natürlich auch ein bisschen was zum Herbst geschrieben. Und es war ja jetzt gerade, waren ja 3 Tage richtig kalt und Minusgrade. Und in Senftenberg lag heute auf dem Hinterhof noch richtig dick Schnee. Also weggeschoben so vom Hof. Also da konnte man, hätte man denken können, okay. Januar, Anfang Februar. Deshalb passt, glaube ich, die Geschichte hier, die ich eigentlich völlig betrunken lesen müsste. Aber so viel Whisky kann ich gar nicht trinken. Und der Whisky ist nur zur Verdauung heute. Deshalb müsst ihr euch das Betrunkensein vorstellen. Ahorn. Mein eiskalter, du mein abgefallener, was stehst du im Schneesturm weiß und weit von allen? Ist's, dass du was hörtest? Hast du was gesehen? Kamst wohl hinters Dorf hier, um spazieren zu gehen? Und wie ein betrunkener Wächter auf dem Wege frorst du dir den Fuß, versankst du in der Wehe. Ach, und ich selber kann nicht fest mehr stehen, nicht mehr bis ins Haus vom warmen Trinken gehen. Traf da eine Weide, sah da eine Tanne, schrie im Schneesturm ihnen nachts ein Lied vom Sommer. Und mir selber wollt ich selbst ein Ahorn scheinen, nur noch nicht entblättert, nur mit grünen Zweigen. Und verrückt zum Brüllen und den Rest verlierend, als wär's eine Frau, umarmt ich eine Birke. Der Rainer Kirsch hat das aus dem Russischen übertragen ins Deutsche. Ich glaube, da muss ich mehr trinken, dann kann ich es auch auf Russisch vorlesen. Aber es ist schwer. Sergei Jesenin. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Und morgen haben wir wieder Frühvorstellungen und morgen bleibe ich aber in Senftenberg, weil diese ganze Hin- und Herfahrerei, das geht so nicht weiter. Also, macht's gut. Bis dahin.